Entzückende Einblicke in das Familienleben. Prinzessin Madeleine, 41, teilt süße Momente mit uns. Seit 11 Jahren ist sie mit dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Christopher O'Neill verheiratet und sie haben 3 wundervolle Kinder. Leonore, 10, Nicolas, 8 und Adrienne, 6. In den letzten Wochen hat uns die jüngere Schwester von Prinzessin Victoria, 46, bereits mit niedlichen Schnappschüssen zum Lächeln gebracht, besonders anlässlich der Geburtstage ihrer Töchter. Und pünktlich zu den diesjährigen Osterfeiertagen gewährt uns Madeleine auf Instagram einen weiteren Blick in ihr glückliches Familienleben, indem sie ein zauberhaftes Foto mit ihren beiden Töchtern teilt. Frohe Ostern, kommentierte sie dieses bezaubernde Bild. Die Instagram-Community ist hingerissen von diesem süßen Familienmoment. Was für ein schönes Bild. Frohe Ostern, schreibt ein begeisterter Follower. Frohe Ostern für dich und deine süßen Babys. Ich liebe dieses Bild, 3 wunderschöne Prinzessinnen, schwärmt eine weitere Userin. Was für ein zauberhaftes Bild von dir, fügt ein anderer Follower hinzu. Obwohl Madeleine und Chris seit 2018 mit ihren Kindern in Florida leben, ist es ihnen wichtig, schwedische Traditionen zu bewahren und an ihre Kinder weiterzugeben. Prinzessin Madeleine hält an schwedischen Traditionen fest und möchte sie an ihre Kinder weitergeben, verriet eine Sprecherin des schwedischen Hofes gegenüber Svensk Dampning.